Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch mal wieder zu einem Kochvideo. Der Rudi hat sich das gewünscht. Grüße an Rudi. Ja, ist eigentlich im Prinzip nicht mal irgendwas Spektakuläres. Es ist einfach nur ein Bauerntopf und zwar aus der Tüte. Weil momentan gibt es aus der Tüte, weil Freundchen nicht so lange in der Küche stehen kann. Und dann muss es schnell gehen. Weil sonst, vorher hat es mir so ein scheiß Chemielumpe, kommt mir nicht ins Haus und so. Aber jetzt geht es ja nicht mal nicht anders. Und da es für das Wochenende reichen soll, für mich und meine Tochter, Frauchen darf das momentan nicht essen. Wegen, die hat dann demnächst beim Frauenarzt irgend so einen Test, da Zucker-Dings. Und dann muss sie momentan aufpassen, was sie isst. Und darf nicht mehr alles essen. Und da für mich und meine Tochter reichen soll, habe ich dann eine Tüte, ich lege die mal beiseite, zwei Tüten, drei Tüten, vier Tüten, fünf Tüten, sechs Tüten. Und das ist halt hier das Maggi, also Hashtag hier not sponsoring oder so, das selber gekauft. Und ich krieg auch kein Geld dafür, dass ich das Video mache. Das ist ein Rudi-Wunsch, das ist ein Rudi-Video. So, und das ist halt hier ganz normaler Bauerntopf. Und ja, wir machen den ein bisschen was anders, ein kleinen Tick anders, als Maggi sagt, dass man den machen soll. Ist so ein bisschen aufwendiger, wie wir das machen. Minimal. Aber er schmeckt dadurch wesentlich, wesentlich, wesentlich besser. Ich habe jetzt schon, also was ihr braucht, ist halt die Tüte, Kartoffeln, Paprika ist hier drinne und Wasser. Ach, und Hackfleisch, ja, das steht alles hier drauf auf der Tüte, was da braucht. Also für eine Tüte bräuchten wir jetzt 300 Gramm Kartoffeln, 250 Gramm gehacktes und eine Paprikaschote. Ich habe jetzt 5 Paprikaschoten anstatt 6. Die kleinen langen, die spitzen, die sind aromatischer. Und ja, ich mache normalerweise, bei der Menge brauche ich es jetzt nicht, also da muss ich gucken. Normalerweise nehme ich immer 2 Tüten, also das, was auf 2 Tüten steht, die Menge für mich und meine Tochter, hol aber 3 Tüten. Und die dritte ist dann halt, dass ein bisschen mehr Soße da ist, weil mit Maggi ist mit Soße immer ein bisschen knauserig. Diesmal machen wir ohne, Frauchen kriegt das auch so hin. Da haben wir dann hier schon mal die Paprika vorgeschnitten. Die habe ich auch nicht, dass ihr müsst die kleine eigentlich machen. Ich habe die groß gemacht, also so große Dinger, seht ihr das? So, und das hat eigentlich auch nur den Grund, dass ich sie besser raussammeln kann, weil ich mag Paprika nicht. Die müssen drin wegen Geschmack, aber ich mag die nicht. Ist mir zu gesund. Und dann halt hier mal so eine kleine Portion Kartoffeln, also hier im Sieb. Die sind schon vorgewürfelt, habe ich mit meiner Tochter geschnitten. Und dann habe ich sie gewürfelt. Wir haben da so ein Würfeldingsbums. Kannst du mal das Oberunterteil, das Mittelteil geben? So, das ist halt praktisch so eine Schüssel, da ist das drin und da kommt dann halt das Sieb drin und dann oben drückst du den Ruf und dann hast du das in Würfel. Ja, das sind um die, was hatten wir, 2 Kilo? Du hast gesagt, ich soll 2 Kilo nehmen. Ich habe aber 2 Kilo und 2,2 Kilo genommen oder so. So, dann braucht ihr eine Pfanne. Also ich muss das zuerst machen. Normalerweise brät man das in dem Topf an, in dem man das alles macht. Klappt bei uns aber nicht, weil es viel ist. Und ja, der Topf ist halt ziemlich groß. Und dann muss das alles ja irgendwie rein. Und das hätte dann alle verschiedene Garpunkte, wenn man kriegt das nicht alles mit Ehemann rin und die Kartoffeln so hin, wie meine Frau das macht. So, deswegen machen wir das so. Nehmt euch mal mit rüber. Ich richte euch jetzt mal nach unten. Und erkläre euch, was ich da denn mache jetzt. Man muss nur festschrauben. Ach ne, so ist fest. So ist fest. So, reicht ja, wenn ihr meine Hände seht und meine dicke Plauze. Das zeigt euch, dass es schmeckt. Dann habe ich noch hier zum Wenden und für einen großen Topf zum Umrühren. Mehr braucht ihr eigentlich nicht. Ach doch, was halt nicht auf der Verpackung steht, das ist halt eigentlich Fertigzeug. Einfach rin, Kartoffeln, bum bum, fertig. Ne, wir machen noch Salz mit dazu. Das werdet ihr gleich sehen. Knoblauchpulver. Das ist halt nur noch so ein Rest und dann halt nochmal eine volle Packung. Meine Frau macht viel mit Knoblauch. Paprika, welcher war das? Edelsüße Paprika und normaler Pfeffer.
Ihr werdet da gleich sehen. Jetzt müssen wir erstmal die Pfanne machen. Die ist hier vorne, glaube ich. Doch, die ist es. Wir machen auch ohne Öl, weil das ist eine beschichtete Pfanne, da brauchen wir eigentlich kein Öl. Ich mache sonst immer alles mit Öl. Meine Frau macht alles momentan ohne Öl, weil Öl Fettträger und Geschmacksträger, aber auch Fett macht. So, jetzt muss ich warten, bis jetzt. Achso, hier haben wir einen Punkt. Wenn der rot ist, dann kann ich, wa? Ja, dann kann ich euch in der Zeit dann erklären, wie wir das weitermachen. Wir braten jetzt die Kartoffelstücken hier an. Eigentlich so, wie es auf dem Rezept steht. Aber normalerweise sollst du die anbraten, dann kommt Paprika dazu, dann kommt Wasser dazu. Quatsch, das Hackfleisch braten wir an. Und dann kommt normalerweise Kartoffeln oben drauf und dann kommt Paprika oben drauf und dann Pulver, Wasser und dann rührst du um, fertig. Wir machen das anders. Wir machen, kommt mir jetzt gerade eine andere Reihenfolge. Wir braten die Kartoffeln an, weil die haben einen längeren Garpunkt. Ja? Verfeinern die mit unseren Gewürzen. Achso, was hast du noch gesagt? Irgendwas war noch hier. Achso, Knoblauch und, hatte ich ja alles gesagt. War nichts anderes, wa? Nee. Und wenn die machen wir jetzt nach und nach, die Kartoffeln. Und die kommen dann hier rein. Dann machen wir die Gehackte hier anbraten. In der Zeit können wir die Kartoffeln ja schon mal köcheln. Nee, können wir nicht. Dann machen wir die Gehackte hier drin. Dann braten wir die Knoblauchdinger. Quatsch. Paprikas an. Hauen die Paprika drin. Und dann ziehen wir den Top hier rüber, dass er dann Hitze kriegt. Und dann kochen wir erst. Ja, das ist halt bei der Menge ist das ein bisschen anders. Ist das halt, müssen wir das halt jetzt so machen, weil das halt in dem Topf nicht geht. Aber bei uns ist es halt nicht nur Kartoffeln anbraten, also das Gehackte anbraten, Kartoffeln dazu, Paprika dazu, leicht anbraten. Wir braten die ein bisschen mehr an und würzen die. Und dadurch kommt da ein exquisiter zusätzlicher Geschmack raus. Ist warm, aber das Zeichen ist noch grün. Mischen wir noch Warte. Das ist jetzt, hätte ich mal vorher schon mal anmachen sollen, aber naja. Soll ich schon ein paar Kartoffeln drin machen, Hase? Nein, noch nicht reinmachen. Okay. So, ich kann ja schon mal alles aufmachen. Die kleinen Löcher natürlich. Paprika kannst du richtig großen Löcher. Paprika kann ich ruhig die großen Löcher, okay. Knoblauch auch. Wenn du das sagst, mein Schatz, dann mache ich das so. Meine Frau hat gerade gesagt, man kann bei Paprika und Knoblauch ruhig die großen Löcher nehmen, aber nicht beim Pfeffer. Ist immer noch grün. Dauert? Sind die neuen Pfannen, die du geholt hast, auch so langmarschig? Habe ich noch nicht benutzt. Hast du noch nicht benutzt? Na gut, die sind ja neu. Ist aber schon warm. Wenn ich hier anfasse, merke ich, wie die Hitze hochkommt. Und das sollte dann eigentlich rot leuchten, der Punkt, oder? Kommt ja gleich. Bist du sicher? Diese Pfanne benutzt, ja. Ja, du hast sie öfters benutzt als ich, das weiß ich. Hast du schon mal benutzt? Ich habe die schon ein paar Mal benutzt. Zu was? Zum Eier machen. Wann hast du Eier gemacht? Eine Viertelstunde. Rührei. Wann? Da warst du arbeiten. Doch, habe ich. Oder ihr hackt es. Ist das eine neue Pfanne? Das ist die neue, ja. Wann haben wir die gekauft? Vor der Schwangerschaft oder danach? Davor. Dann habe ich sie benutzt. Ihr hackt es nicht, das habe ich in meiner Pfanne immer gemacht. Wird immer noch eine Strohhase. Ich habe schon vorbereitet, Leute. Ihr könnt jetzt auch einen Cut machen, aber dann ist es ja nicht so lustig. Aber jetzt wird es dunkel, Hase. Ja, dann mach rein. Ist schwarz hier fast. Ja, ist ja was. So. Eins. Zwei, ach Quatsch, zählen wir nicht ab. Ja. Nochmal eine Hand, ja, aber. Ja. So? Mehr. Mehr? Ja. So? Und noch eine Hand. Eine noch? Ja. So. Mhm. Und was muss ich jetzt machen, Schatzi? Na, würzen. Jetzt soll ich schon würzen? Ja. Wie viel Salz? Mehr, viel mehr. Was, viel mehr? Nicht erst in der Hand gehen, streich einfach so drüber. Nee, dann mach mal. Ich bin nicht so gewöhnt, dass man das so macht. Viel zu wenig. Viel zu wenig? Ja, viel mehr. Wie viel Salz soll denn da rein? Mehr. Mehr Salz. Nicht mehr Salz, aber... So, okay, reicht. Reicht, gut. Und jetzt? Dann
Pfeffer. Wie viel Pfeffer? Ja, so dass überall was drauf ist. Ja, okay. So? Reicht. Okay. Und Paprika richtig ordentlich und Knoblauch auch ordentlich. Paprika ordentlich. Das läuft ja so raus. Ja. So. Ist okay. Ist gut. Machen wir leer. So, Knoblauch ist jetzt leer und Paprika jetzt auch ordentlich. So. Und das geht ja wieder so scheiße raus. Mehr, mehr, mehr. Mehr, 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 mehr. Viel mehr. Viel mehr. Oh, ich rieche nur Knoblauch. Wieso riech ich denn das nicht, wenn du kochst? Da riech ich das nicht bis ins Wohnzimmer. So? Noch ein? Ja. Und nochmal Knoblauch? Nein. Noch nicht nochmal Knoblauch. Umrühren. Und nehme ich am besten noch das drüber Ding, wa? Mhm. Jetzt ist es so rot, der Punkt. Die Kartoffeln sind halt auch nicht vorgekocht oder so. Die sind roh, geschält und dann in Würfel gemacht. So lange braten, bis sie ein bisschen braun werden. Na, die sind schon braun vom Paprikapulver. Woher weiß ich denn, dass die braun sind, so dass die braun sein sollen, wie du sie willst? Sieht anders aus. Sieht anders aus, okay. Die sollen braun werden, sagt sie. So ein bisschen braten lassen. Ein bisschen braten lassen. Den brauchen wir gar nicht so lange. Ich habe gedacht, passt ja viel mehr in die Pfanne rein, als ich gedacht habe. Und alles ohne Fett. Kann ich nochmal umrühren? Ja, ein bisschen anbraten lassen und dann nochmal umrühren. Wenn du zu oft umrührst, dann brätst du nicht an. Ich habe die Kartoffeln damals nie angebraten. Ich habe nur das Gehackte angebraten, dann habe ich Kartoffeln drin, Paprika drin, köcheln lassen, fertig. Also und das Pulver natürlich. Ja, aber hat auch geschmeckt, oder? Hat auch geschmeckt. Aber anders als das von dir. Das schmeckt viel geiler. Viel intensiver. Geschmacksexplosion im Mund. Sonst hätten wir ja nicht von Mal zu Mal mehr machen müssen. Wir haben angefangen, kann ich euch ja mal erzählen, Leute. Wir haben angefangen mit 500 Gramm Gehackten. Also mit zwei Packungen von dem Maggi-Pulver, also für Bauerntopf. Einmal umrühren. Ja. Wie ein Mädchen? Ich mach nicht wie ein Mädchen. Ich rühre da oben. Ich habe nur Angst, dass ich sie wieder drüber schieße und dass dann der Herd voll ist. Na, jetzt riecht es noch ein bisschen. So, jedenfalls beim ersten Mal halt 500 Gramm gehacktet, zweimal zwei Paprikaschoten und zwei Tüten von Maggi. Beim zweiten Mal waren es dann vier Tüten, 100 Gramm ein Kilo gehacktes und vier Tüten. Und da mir das ja nicht gereicht hat, das war eigentlich ziemlich schnell weg. Und da ja diesmal meine Tochter mit essen muss, ist ja Wochenende, die muss ja auch was warm mit essen. Ja, haben wir uns entschieden, beziehungsweise habe ich mich entschieden, wir machen 6 Tüten. Also das heißt, 6 Tüten Maggi, 1,5 Kilo Gehacktes, 2 Kilo Kartoffeln und 5 Paprikaschoten. Eigentlich 6, aber ja, wollen wir ja nicht kleinlich sein, ist ja nur Paprika. Aber Paprika kann ich euch empfehlen, muss mit rein. Auch wenn ihr Paprika nicht mögt, so wie ich, macht es halt groß. Die Stücken von Paprika, das ihr dann raussammeln könnt, aber das ist ein Geschmacksträger. Der Geschmack würde euch dann im Endeffekt fehlen. Ist das jetzt so okay oder noch ein bisschen? Die sind okay so. So, und da sagt sie jetzt, die sind okay so. Also die sind angebraten, goldgelb. Soll ich noch mal ein bisschen würzen? Nee. Nein, lass mal. Und ja, durchs Anbraten verschließen sich so ein bisschen was die Poren von den Kartoffeln. Und die Gewürze sind ja vorher schon drauf gemacht worden und die bleiben dann in der Kartoffel länger drinne. Nicht wahr, Hase? Oder warum? So.
Schmeckt aber. So, jetzt wieder rein. Oh, scheiße, scharf. Pfeffer. Paprika geht, aber Pfeffer. Dann musst du jetzt ein bisschen weniger Pfeffer nehmen bei der Zeit. Nee, ich habe mir pur abgekratzt. Ach so, die Gewürze, die verbrannten. Hm? Mach alles rein. Alles? Ja. So. Dankeschön, Schatzi. Hier, Salz. Boah, Salz ist das. Puh. So? Reicht. Und Knoblauch? Knoblauch. Ordentlich. Reicht. Pfeffer. Ja, reicht. Reicht? Reicht. Und Paprika. Ordentlich. Müssen wir morgen noch mal Paprika holen, Hase. Wieso geht denn Paprika so scheiße aus der Flasche raus? Weil es ein feines Puder ist, wa? Der ist ja gleich alle, Hase, ist alle. No. Ja, aber jetzt reicht. Reicht? Kannst du mal zeigen, wie das so aussieht? So, ich kann euch das nochmal zeigen. So sieht es denn aus. Das rote ist Paprika, ordentlich Knoblauch drauf, Pfeffer drauf, Salz. Ordentlich salzen. Ich bin aber auch der Meinung, das Salz ist nicht mehr so wie früher. Also früher war das Salz mal schärfer als heute. Ja, salzig meine ich. Man merkt das. Also früher habe ich weniger Salz gebraucht beim Kochen. Als heute. Also wo ich noch in der Lehre war und wo ich bei meiner Mutter gekocht habe und so. Da habe ich weniger Salz gebraucht mit dem alten Salz. Aber das neue, das ist alles so nicht salzig. Da habe ich einen Teelöffel damals gebraucht. Jetzt brauche ich 2-3 Esslöffel mittlerweile schon. So. Ich, Ich habe gekleckert, Hase. Ich habe gekleckert. Ich kleckere zurück. Da sind doch umgemischt. Der ist doch. Oder nicht? Die sind alle. Die sind überall verteilt, Hase. Sieht gut aus. Ah, und das Beste ist, es ist Wochenende. Und ich habe ja vorhin nicht, wo du gesagt hast, trink, habe ich mir einen Kühlschrank gestellt. Wir waren heute einkaufen, ich habe mir einen Booster geholt. Die haben bei Netto nämlich noch Restbestände gehabt. Von dem Booster, von den XXL-Dingern, 500 Milliliter. Die hole ich immer, weil die Kleinen sind immer so, die sind ja ruckzuck weg, da ist ja nichts, das setzt der immer an und er ist alle. Oh, tut das gut. Schön kalt. So. Nochmal umrühren, ja, mache ich, Schatzi. Den nicht bald auf Venom im Kino kommen, Hase? Den wollten wir doch gucken, hast du mir gesagt. Da wolltest du doch unbedingt ins Kino. Nicht, Hase? Oder war ich das? Stefan will den auch gucken. Müssen wir wieder warten. Achso, wir müssen die Hacktiere noch aus dem Kühlschrank rausnehmen, langsam mal. So, haben wir einmal 500 Gramm. Haben wir bei, wo haben wir die? Netto haben wir die geholt. Die hat nämlich Angebot, da war ich bei drei Nettos. Also zwei in Luckenwalde, einer bei mir im Ort, weil das war eine Aktion, 3 für 2. Also bezahle 2, kriegst 3. Ja, das war ein ganz schmales Fach da nur, wo das möglich war, also wo das drinnen war. Reicht das? So. Bräuchchen sagt, das reicht, also reicht's. So, und jetzt? Paprika. Paprika.
Soll ich das nochmal. Aber ist doch egal, ob die Würze drin sind, wa? Nicht sauber machen. Genau in die gleiche Pfanne wie. Genau in die gleiche Pfanne, okay. So, nicht lange warten, weil sonst brennen die Gewürze an. Also noch mehr als eh schon. Alle Paprika? Alle. Und das war halt nur so ein Fach, wo halt die Hackte gerade mal so drin gepasst hat. Und das war eine Reihe nur. Und da waren wir in Luckenwalde, alle. Oh, das war nicht mal spät. Wir waren 10, 11, 12. Dann waren wir beim nächsten Netto in Luckenwalde. Da war genau das Gleiche, alle. Und dann waren wir bei mir im Ort. Und da hatten sie noch 3 oder 4 Stück, wa? Da habe ich dann gleich zugegriffen und glaube dann gleich eh mal zack, 3 weg. Mal rüber, die soll man echt auch anbraten. Die schmecken auch, wenn sie angebraten sind, eklig. Ruhen lassen, okay. Ruht euch aus. Ihr werdet noch essen oder weggeschmissen. Meine Tochter muss jetzt sowieso essen. Die ist noch jung, die braucht die Vitamine. Ich bin alt, ich brauche es eigentlich auch, aber ich bin alt und kann mir selber aussuchen und ich will sie nicht. Aber meine Tochter muss. Die kann, wenn sie alt genug ist, kann sie selber aussuchen. Wenn sie nicht mehr hier wohnt mit 40. Passiert gar nichts, Hasi. Das dauert nur, sagst du. Aber ich sehe nicht, dass da was passiert. Ja. Nur ein bisschen umrühren und wieder ruhen lassen. Nur ein bisschen umrühren und wieder ruhen lassen. Ruh dich aus! Nachher wird er da noch gekocht. Und wird er da weich gemacht. Da wisst ihr, wie es mir geht. Meine Frau hat auch langsam angefangen, mich zu brechen. Immer ein Stück mehr. Und jetzt bin ich Wachs in ihren Händen. Nicht wahr, mein Butterhörnchen? Ich sehe da nicht, dass da was passiert. Bei den Kartoffeln hat man wenigstens was gesehen. Hier sieht man nichts. Nochmal umrühren, okay. Die lassen ein bisschen Saft und werden weich. Die lassen Saft und werden weich. Dann kriege ich nicht mehr mit, aber okay. Noch sind sie hart. Das jagte auch Salz und Pfeffer? Nur Paprika und ein bisschen Pfeffer. Okay, ich habe nämlich immer Salz und Pfeffer ran gemacht. Kannst du das? Salz nicht, weil sonst wird immer mehr Wasser raus. Achso. Und deswegen haben wir die Kartoffeln gesalzen. Kannst du das abgießen oder so? Oder muss man gar nicht? Nee, ein Mausebeinchen möchtest du auch was haben? Meine Katze ist gerade gekommen. Also nicht, dass ihr euch wundert. Mausebein ist meine Katze. Die riechtet die Hackte. Und steht hier unten unter der Kamm. Unter der Cam und wartet. So. Die Paprika nochmal umrühren, okay. Ah, jetzt riecht es auch anders, Hase. Jetzt riecht es nach Paprika. Nach heißer Paprika. Oh, du heiße Paprika, du. Hm, gib mir Kosenamen, du Paprika. Soll ich denn alle 3 Hacken da in die Pfanne machen? Würde ich nicht machen. Also aber immer nach und nach. Dann dauert es zu lange, bis ich dann Wasser. Und du machst das einfach nur rein, Pfefferruf, Paprikaruf und ein bisschen Creme. Na, ich möchte halt ein bisschen größere gehackte Bällchen. Welche? Ja, ein bisschen größer gehackt, nicht nur so dünne Streifen. Das wird automatisch so. Ach so. Das wird automatisch so cremig klein. Okay. Bin ich gerade dabei, Hasi.
So, was sagst du? Noch ein bisschen, wa? Nee, das reicht eigentlich. Ja, die sind aber noch nicht alle, guck mal hier, die sind noch hart. Ja, die müssen halt alle. Ach so. Die wird ja auch noch gekocht. Ach so. Es geht nur darum, dass sie ein bisschen angebrutzelt sind. Wegen Geschmacksentfaltung und so. Ach so. Noch ein bisschen oder drin machen? Willst du mal eine kosten? 2 Minütchen noch. 2 Minütchen noch, okay. Es ist 19.11 Uhr. Deswegen habe ich auch vorhin schon ein Ankündigungsvideo gemacht, dass der Stream sich heute etwas verzögert. Wir werden auch nur kochen. Ich denke mal nicht, dass ihr sehen werdet, wie fertig ist, weil das braucht. Oh, eine Stunde braucht es bestimmt zum Köchern nach wann? Halbe Stunde? Na, ich weiß nicht, ob ich es rauf schaffe, dass ich das, wenn es komplett fertig ist, mit drauf mache, weil es ist 19.11 Uhr, wir müssen das noch, die Hackte machen, müssen hier noch ein bisschen was machen und um 21 Uhr wollte ich ja streamen und das Video muss ich ja heute noch bearbeiten, vorm Stream, dass ich es hochladen kann, während ich streame, dass es morgen früh online ist, dass Rudi, seine Frau, seinen Topf, erstmal Grüße an Beate. Weil Rudi halt schon gegrüßt, Beate habe ich noch gar nicht gegrüßt. So, Grüße an Beate. Beate musste denn mich morgen, wenn ich das Video online schalte, zweimal? Zwei Packungen rein. Kann sie stürzen, in die Pfanne stürzen und das Lätzchen abmachen, genau. Und die zweite auch noch. Und die zweite auch noch. Ein bisschen Pfeffer und Paprika. Bisschen Pfeffer, bisschen. Reicht. Reicht, okay. Und Paprika. Paprika. Paprika viel. Ja. Ist recht. Ist recht, okay. Ja, und Beate musste nämlich dann am Samstag. Deswegen muss ich das halt unbedingt heute noch fertig kriegen. So? Klein machen. Soll ich nicht immer umdrehen und die andere Seite hochwürzen? Richtig verkleinern, damit ich die Gewürze überall sind. Richtig klein machen, das Cocktail. Auseinanderzupfen, genau. Und dann muss die Beate das für den Rudi nämlich dann kochen. Und dann muss der Rudi und die Beate mir dann wieder bei Facebook schreiben, war lecker oder nee, war nicht lecker oder, das war mega geil. Ist jetzt natürlich nicht wie jetzt die Nudeln, was meine Frau gemacht hatte. Das ist halt, wie gesagt, hier mit Fixtüte. Aber soll ja nicht heißen, dass Fixtüte immer scheiße ist. Ist es ja nicht. Soll ich nochmal würzen? Nein. Nee. Das reicht schon? Ja. Ich habe immer ja beide Seiten gewürzt. Ja, aber du hast ja die Kartoffeln schon gewürzt. Ja, die habe ich nicht gewürzt sonst, ja. Ein bisschen aufpassen. Ich krieg das nicht so schön gewendet wie du, Hase. Nee, du musst einfach klein machen und umrühren. Wie jetzt eine Wirkung oder nee, ich will ja nicht alle, ich soll ja ein paar Stücken sollen ja wenigstens so groß bleiben. Du musst ja das erstmal alles angebraten. Also, das ist mal richtig rum. Wenn du das richtig. Weil unten brennt es schon an, siehst du das? Mhm. Du musst es richtig wenden. Ja, das sagst du so leicht, du musst es richtig wenden. Das ist ja auch nicht so einfach. So. So. Richtig wenden. Ist gewendet. Naja, die ganze Zeit. Das brennt halt an. Ob das schon schmeckt? Nein, nicht roh. Das ist nicht roh. Nicht roh? Ich habe die immer in Öl. Habe ich das gehackt? Auch bei den beschichteten Pfannen habe ich das immer gemacht. Wende das mal richtig. Ja, du sagst, wende das mal richtig. Gib mir doch schon Mühe, aber das ist nicht so leicht. Boah, der Christian Koch arm hier. Und mal richtig zerkleinern noch ein bisschen. Ja.
Ich fühle mich wie mit 14, ey. Mein Arm tut schon ganz doll weh. Vom Umblättern Arm, wo man jung war. Von den Zeitungen und so. Ach, war das noch eine schöne Zeit. Macht sich so doof. Macht sich besser. Noch ein bisschen kleiner? Ja. Dann habe ich ja Brei da drin. Kosten. Das ist kein. Das ist nicht zu mittelverzehrt eigentlich. Ist ja nicht roh, ist ja schon angebraten. Nee. Mach ich immer, das schmeckt. Ist ja nicht roh, ist ja angebraten teilweise. Ja, teilweise. Man zieht das von Parasiten. Parasiten? Ja. Also, habt ihr gehört, beim Braten nicht gehackt wird, einfach so essen, weil da kann man Parasiten kriegen. Aber die verkaufen die doch. Ja, aber das musst du anbraten. Aber manche machen sich das doch auf Brot. Das ist dann Tartar oder Mett. Mett ist ekelhaft, da ist ja Kümmel drin und so ein Scheiß, das schmeckt voll widerlich. So, reicht das so oder noch mehr? Bis nichts mehr rosa ist da. Und bis das Wasser weg ist. Ich habe meine Brille nicht auf, ich sehe nicht, ob da rosa mit bei ist. Und bis das Wasser weg ist. Oh, das dauert noch. Das ganze Wasser muss weg sein, verdampft sein und ein bisschen brauner werden. Mit dem Hackfleisch muss noch ein bisschen brauner werden. Machen wir hier noch ein bisschen kleiner, hier die großen Stücken. Hier ist noch rosa Hase. Hast du doch was erkannt, ja? Ja, habe ich was erkannt. Ja, da ist der Lichtschein hingeflogen. Kam hier so aus dem Wohnzimmer rausgeflogen in die Pfanne, da sag ich, oh, da sehe ich was. Oh, das machen wir mal wieder da rein. Das machen wir auch wieder da rein, so. Aber da ist aber viel Wasser drin diesmal. Unter Schutzatmosphäre. Ja, da müsst ihr mal gucken, da gibt es auf YouTube eine geile Doku. Jagt es, wenn ihr wüsstet, wie viel Wasser da drin ist, das ist einfach. Von 500 Gramm gehackten sind vielleicht 200 Gramm Wasser. Und warum machen sie das? Weil Wasser billiger ist als Fleisch. Dass ihr 500 Gramm kauft, 300 Gramm habt ihr davon. Ja, und zahlt das halt schön. Da ist noch so viel Wasser drin, also geht gar nicht weg. Merke ich nicht, okay. Da drückt halt nicht so glatt, sondern dass da ein paar Lücken sind, wo das Wasser entweichen kann. Nicht so glatt an den Drücken. Muss ich mit der anderen Packung ja auch noch machen. Dauert ja ewig. Erstmal ein Booster. Nach einer schönen Mixerie. Bist du sicher, dass das ganze Wasser verdampfen muss? Also mache ich es immer. Wisst ihr, wie lange da man sitzt und wartet? Ja. Das ist ja richtig, das ist ja hier halbe Pfützen, das ist ja. Wenn du möchtest, dann Wasser? Nee, ich will es nicht. Ich will es ja so machen, wie du machst. Ich habe meinen Abonnenten versprochen, wir machen das so, wie du das machst. Dann machen wir das auch so. Und nicht anders.
anders. So. Vielleicht noch mal ein Stück zum Kosten. Also durch ist es relativ. Wenn das Wasser weg ist. So kocht es gerade. Das dauert ewig, bis das Wasser weg ist. Ja. Ich weiß, warum ich immer so lange brauche. Jetzt weiß ich, warum du immer so lange brauchst, Hasi. Ich habe auch das Gefühl, dass die immer mehr Wasser in das Fleisch. Ja, habe ich auch. Klar machen die immer mehr rein, weil... Nicht platt drücken, nicht rausdrücken das Wasser. Nicht rausdrücken, okay. Nein, nein. Einfach nur so lassen, wie es ist. Die müssen immer mehr reinmachen, Hase. Weil Fleisch ja immer teurer wird. Und irgendwo müssen sie das ja für weiter den Preis halten können. Also ich kann euch wirklich sagen, wir haben nämlich schon mal Gehacktes vom Fleischer geholt. Öfters mal. Und da kann ich euch nur sagen, wenn wir Fleisch, also Gehacktes vom Fleischer holen, also hier bei uns, der Neumarktfleischer aus meinem Ort ist der. Neumarkt ist so meine Region. In meiner Stadt, wo ich herkomme, eigentlich ursprünglich, also wo mein Elternhaus steht. Das ist eine ganz andere Konsistenz, das ist ein ganz, ganz andere Gehacktes. Das ist nicht mit so viel Wasser, das ist relativ, das machst du drin, das brätst du an, das geht schnell angebraten, weil kein Wasser drin ist oder kaum Wasser drin ist. Ganz anderer Geschmack. Ganz anderer Geschmack, viel intensiver. Aber wir haben auch schon Unterschiede mitgekriegt, weil wir haben ja jetzt so nach und nach so das Gehackte durchgetestet von, wir haben immer vorher geholt von Netto. Wir hatten von Lidl schon, von Aldi hatten wir auch, wa? Ja, und Kaufland. Und man merkt wirklich, auch wenn es keiner glaubt, man merkt wesentliche Unterschiede. Also Netto ist billig Gehackte, das ist einfach nur voll mit Wasser. Dann kam, was kam danach, Lidl oder Aldi? Nee. Das beste Gehackte war von Kaufland. Da war das wenigste Wasser drin. Haben wir auch eine Aktion geholt, da hatten sie ein Kilo-Paket gleich. Ein Kilo Gehacktes für, was weiß ich, 2-3 Euro oder was das war. Und der Geschmack war halt viel besser. Intensiver, auch Geschmacksstoffe, die du sonst beim Gehackten hier so nicht schmeckst, waren da halt intensiver mit bei. Aber die hatten halt jetzt für dieses Kochvideo bei Kaufland keine Angebote mehr. Wir waren ja heute bei Kaufland. Und die Preise, die sie jetzt da hatten für das Gehackte, das war einfach zu viel. Viel, viel zu teuer. Und was kam nach Kaufland? Welche Gehackte war nach Kaufland am besten? Lidl. Oder? Nee, war doch Aldi, oder? Aldi. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich schlecht, dass das Netto das, was wir erwischt haben, zumindest. Ja. Ja, das Schlechteste, was nicht nur ditte, das ist ja, wir haben ja schon oft bei Netto Fleisch Gehacktes geholt. Und das ist immer die gleiche Scheiße. Also das Beste ist bei Kaufland gewesen und das Schlechteste bei Netto. Und ich glaube, was wir erwischt haben. Also kann sein, dass bei euch wieder anders aussieht, aber so war es bei uns. Und das Zweite war, glaube ich, Aldi, wo du noch so überrascht warst. Mhm. Netto, nee, Kaufland Platz 1, Aldi Platz 2, Lidl Platz 3 und Netto Platz 4. Das war das schwarzen Netto haben wir noch keins geholt, wa? Nee. Rewe hatten wir auch schon geholt. Nee, Rewe hatten wir nicht geholt. Nee, da war es zu teuer. Da war viel zu teuer. Da haben wir gesagt, nö, machen wir nicht. Ja, man muss heutzutage wirklich, wenn man essen will und ja, wirklich gut essen will, muss man in den Geldbeutel greifen. Aber irgendwo muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Für Massenware, was es beim Discounter halt gibt. Die Preise, was manche Discounter haben wollen, ist einfach zu fette. Oh, kaum noch Wasser da, Hase. Ja, ist gut, dann dreht es jetzt an. Wenn Und das absolut geilste Gehackte, das ist halt natürlich von unserem Fleischer, was wir hier haben. Also, was jetzt nicht von, also, aber das haben wir jetzt halt nicht mit offiziell, weil ist halt kein Discounter. Ist außer Konkurrenz. Oh, ich habe ja meine tote Oma, das Video Tote Oma, also Odin Koch, tote Oma, was ich da geholt gemacht habe. Das habe ich ja auch, das Gehackte vom Neumarktfleischer geholt. Da kommt halt Discounter definitiv nicht ran. Auch die Würste. Die machen die Würste, die Wiener machen die selber und die Bockwurst und so. Also für die im Schwabenland Seidezieher. Das machen die ja da alle selber. Das ist ja keine Massenware. Ja, das ist schon Massenware, aber halt vor Ort. Das ist halt ein Fleischer, der sich halt vergrößert hat nach und nach.
Richtig umholen? Das war halt mal ein kleiner Fleischer auf dem Neumarkt, wo ich aufgewachsen bin, wo mein Elternhaus steht. Und der hatte halt vorne einen Laden und hinten halt, ja, hat er das Fleisch zubereitet. Der hat auch richtig komplett Fleischhälften gekriegt vom Schwein und so, Rind und so was alles. Und teilweise kommt das, was er Rind macht, also der Neumarktfleischer, kommt auch aus Regionen, also von unseren Bauernhöfen, die wir hier im Umkreis haben und LPG, also nee, heißt ja nicht mehr LPG, heißt ja Agrargenossenschaften oder so. Also da kannst du auch nachverfolgen hier, du hast Kuh Elsa und du weißt ganz genau, von wo Kuh Elsa kommt und auf welchen Feldern Kuh Elsa gegessen hat. Und das finde ich halt geil. Und auch die Wiener. Und das, ja, da sind sie halt dann alle hin und oder viele hin und dann hat er noch eine Filiale in der Stadt gemacht. Ja, und dann hat aber die Fläche zum Zubereiten von den einzelnen Sachen nicht mehr erreicht, hinten in dem kleinen Laden drin. Und deswegen hat er sich vergrößert. Und da hatten wir hier mal einen ehemaligen Großfleischer, der hieß Pikant. Und da die sind dann weg, pleite gegangen, glaube ich, ich weiß es gar nicht genau. Und das hat der Neumarktfleischer gekauft und das ist jetzt Neumarktfleischer. Jetzt haben sie halt da drin eine Filiale auf dem Neumarkt, wo sie ursprünglich herkommen. Und in der Stadt auch noch. Und ich glaube, ringsherum hier in Luckenwalde haben sie auch Filialen. Die haben bis weiß ich wohin Filialen, das weiß ich jetzt nicht. So okay oder noch länger? Bisschen noch, okay. Oh, ich trinke noch einen Buchstab. So? Ja. Noch ein bisschen oder so geht's so? Willst du noch mal gucken? Warte, ich kann es dir rübergeben. Nee, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Nee, das Wasser ist noch nicht ganz weg. Ja. Habe ich vorher nicht gesehen. Ja, nur unten hier so, siehst du? Naja, aber trotzdem. Das muss da auch weg. Siehst du das? Ja, das muss auch. So, kann ich euch noch mal zeigen, so sieht das aus. Und hier unten ist halt noch so ein bisschen, da kann ich euch jetzt nicht schlecht zeigen, sonst würde mir das alles rauskippen. Noch minimal Wasser drin. Und Frau hat gesagt, das muss auch noch weg. Mal, wenn ich jetzt das einfach so hoch mache, das gehackte, so, dann läuft das Wasser ja hier runter. Lass mal die Pfanne auf den Herd. Und dann. Das wird jetzt noch ein bisschen braten. Ich soll jetzt ein bisschen braten lassen. Oh, ich krieg jetzt schon Hunger, ey. Jetzt nochmal umrühren? Ich hab's doch gerade aufgehört. Ja, aber da war nicht irgendwie noch viel Wasser. Normalerweise früher, wo ich das Fleisch immer so gemacht habe, wäre das jetzt schon hart gewesen, wäre schon angebraten. Und durch das ganze Wasser siehst du ja hier nichts. Ist nichts angebraten, Hase. Also hart meine ich, also richtig. Braten. Also das ist ja alles angebraten zwar schon, aber noch weich. So, willst du noch mal gucken? Warte, ich geb's dir rüber. Okay. Ja, kannst du rüber machen. Kann ich rüber machen? Ja. Einfach so rein, ja? Ja. So wie es ist. Zack, rüber. Und nächste Karte rein. Oh. So, nächste Ladung rein. Ja. Jetzt wieder. Pfeffer? Bisschen Pfeffer, ja. Ja, ein Streichel. Und Paprika? Auch nicht Paprika. So. Das wird man dabei umrühren, also wenden auch. Ne?
Draht in der Mitte habe. Ja. Nur ein kleines Mini-Stücken. Obwohl es schon ewig raus ist aus dem Tiefkühlfach. So? So. Der Kleine. Ich denke mal, jetzt geht es schneller, weil es nicht so voll ist. Also ich habe mehr Platz und kann das Wasser besser weggehen. Hm? Verdampfen, genau, ich bin nicht auf den Namen gekommen. Ich werde der nächste Ralf Zachel. Oder wie heißt der immer so viel säuft, den du immer so magst? Der Koch, der immer so viel säuft in seinen Shows. Der nur am Saufen ist. Melzer. Ach, hier bei... Kochduell, oder wie das Ding heißt. Kitchen Impossible. Oder so, genau. Kitchen Impossible. Das guckt meine Frau nämlich total gerne, Kitchen Impossible. Und ich gucke da auch gerne mit, wenn ich nicht gerade streame oder so. Ja, und der hat immer irgendwie was zum Saufen. Oder wenn er die Kochzutaten holt, der holt ja immer eine Flasche mit. Und der ist auch, wenn er die macht, ist der immer am Gläschen saufen. Immer. Rotwein. Oder Weißwein. Oder auch Schnaps. Wo er sich den Jim Beam geholt hat. Für Kochen. Logisch. Man muss ja kosten, ob es gut ist. Ne? Ja. Kleiner Schluckspecht. Aber der hat auch eine coole Art an sich. Das ist irgendwie so eine coole Sau. Ja. Ich mag den. Den anderen, wo du gesagt hast, der macht jetzt seine Show nicht mehr, der dann auch diese Sommer, diese Grill-Spezial gemacht hatte. Hensler. Wie? Hensler, genau, den fand ich auch ganz gut. Der ist auch schön. Ja. Und ich finde bei Kochduell, nee, Kitchen Impossible, den kleinen Dicken, der in Frankreich gelernt hat, der Deutsche, ja, mit dem Melzer sich immer so hat. Ja. Den finde ich auch ganz gut. Ja, ich weiß schon. Der mit der Brille, meinst du? Ja, den kleinen Dicken. Mhm. Und mit den lustigen T-Shirts immer. Ja. Wo er gesagt hat, Melzer, du Sau. Ja, der ist auch so. Aber ich finde auch gut, dass da immer wieder neue Köche mit bei sind. Wenn immer nur die Beben, wären wir auch langweilig. Ja. Oh, das ist aber auch viel Wasser drin, Hase. Also wenden ist nicht meine Spezialität, Hase. Ich klecker da immer so viel. Ah ja, siehst du, hier ist ganz viel Wasser hier an den Seiten. Ah, jetzt ist weniger drin, jetzt kann ich so ein bisschen großflächiger lassen. Und dadurch kann er besser verdampfen. Dauert. Wie machen wir das jetzt einfach das nachher mit dem, ich glaube, wir müssen uns das Maggi-Zeug mit so einem Schüttelmehl machen, damit da keine Klumpen sind. Fühlt sich von alleine auf. Bist du sicher? Ich hätte jetzt ein Schüttelmehl genommen, rinnen, Wasser, fertig. Erstmal Wasser rein, also die gesamte Menge. Und dann, was in den Beuteln drin ist, alles, und dann umrühren, das verteilt sich von alleine. Okay. Nochmal umrühren, ja. Wie du wünschst. Umwinde. Ja, wie Melzer da die Pfannkuchen machen musste. In Frankreich. Die Crepe. Ich kann auch Pfannkuchen machen, will der mich verarschen. Das war gut. Ich werde auch Pfannkuchen machen können. Das ist ja
sagen wir mal was anderes, ne? Ja. Als in der Küche. Ja. Wenn sie dir alle auf die Finger gucken. Ist dann schon wieder was ganz anderes. Wenn du nervös bist. Man kommt drauf an, weil du nimmst. Oder Orangen oder was? Muss halt mindestens 40% haben, sonst brennt es nicht. Darfst du aber nicht zu viel nehmen, sonst brennt es zu viel. Darfst aber nicht zu wenig nehmen, brennt es gar nicht. Aber der Alkohol ist ja schon da. Und nachkippen, ja, dann schmeckt es schon nicht mehr so schön. Ich hatte flambierte Pfirsiche immer gemacht, ey. In der Lehre, das weiß ich noch. Fisch trangiert und so was alles. Filetiert habe ich auch gemacht. Nee, Krebs hatte ich, glaube ich, auch gemacht. Aber nicht flambiert, glaube ich. Dann nochmal richtig schön wenden. Nochmal richtig schön wenden. Wenn mein Lehrausbilder das jetzt sieht, der, wie ich mich hier anstelle beim Umrühren, schon lange nicht mehr gemacht, wenn der jetzt hinter mir stehen würde, hätte ich gleich schon einen auf den Hinterkopf gekriegt. Also falls Rezi das sieht, Rezi, ich grüße dich. Ich glaube nicht, dass er das guckt bei YouTube, aber trotzdem. Ich würde schon alleine in ihr Feuer kriegen, weil ich Fertigzeug nehme. Maggi. Oh, was ich in der Lehre an Tomaten schälen musste. Ich hatte am Anfang von der Lehre eine Allergie gegen den Tomatensaft. Ich habe dann rote Hände gekriegt. Die sind angeschwollen ohne Ende. Und hat mein Ausbilder gesagt, kam Rätsel an, jo, das sieht ja toll aus. Das muss ein Koch aber abkönnen. Mach mal einen Eimer voll. Mach noch einen Eimer voll. Dann habe ich da, zwei Wochen oder so. Eine Woche, zwei Wochen, jeden Tag Eimer voll Tomaten geschält und geschnitten. Und dann nicht nur so ein Liter-Eimer, so ein Popcorn-Eimer, nein. 5 bis 10 Liter-Eimer waren das. Und dann nur frühs und dann Nachmittag halt nochmal. So 3-mal oder 4-mal am Tag war das. Und dann auf einmal, zack, bumm, nach 1 bis 2 Wochen hat sich meine Haut dran gewöhnt und ich habe dann nicht mehr rote Hände gekriegt und die sind nicht mehr angeschwollen. Ich hatte echt, muss ich auch sagen, ich hatte wirklich einen geilen, echt einen richtig, richtig geilen Ausbilder. Nochmal richtig wenden. Ist noch Wasser dran? Ja, so ein bisschen unten am Boden, ich kann dir das gleich mal zeigen. Also nicht mehr so viel, also nicht so viel wie bei dem anderen. Ja, da war es auch. Da? Ja, jetzt nur noch ein bisschen anbräunen. Nur noch ein bisschen anbräunen, okay. Ein bisschen anbräunen. So, dann können wir ja hier schon mal klar Schiff machen. Gott sei Dank ist der gelbe Sack fast voll. Wie kommt ein gelben Sack denn? Dann kommt der gelbe Sack nämlich in den Flur für morgen. Den nehmen wir morgen mit runter, wenn wir zum Grillen fahren. Sonst würden meine Katzen den gelben Sack auseinanderruppen. Hast du die Müsli schon oben hingestellt, Hasse? Mhm. Wollte gerade sagen, haben wir schon die Müsli gekauft? Haben wir das schon da? Ich dachte, jetzt haben wir das 2-mal geholt. Mhm. Ich bin nämlich immer noch auf der Suche nach einem schönen Müsli, was aber nicht so teuer sein darf. Also so Köln ist ja cool, die Kölner Müsli, also die Firma ist Köln, aber ist mir zu teuer. Aber bei den meisten Müslis hast du halt... So. Hast du halt, wie heißen die Dinger? Wenn Weintrauben verschrumpeln. Ja, wie nennst du sie auch noch? Ekeldinger nenne ich sie. Ich nenne sie Ekeldinger. Omas im Müsli oder so. Rosinen. Ja, und wie heißt der Ersatzstoff für Rosinen? Irgendwann haben wir schon mal heute gelesen. Was der Ersatzstoff? Na, was auch so aussieht wie Rosinen. Sultanin. Das ist eine Art von Rosinen. Ach so. Ja, und die hasse ich. Ich will einfach Müsli. Ich habe hier schon mehrere Müsli-Sorten mit Obst und Gemüse getestet. Und jedes Mal, Obst, ist Bananen mit bei oder Nuss ist mit bei. Aber jedes Mal diese ekelhaften Weintrauben. Wie heißen sie?
Rosinen mit bei. Das ist ekelhaft. Ich hasse die Dinger. Die sind einfach nur... Bläh. Ich suche noch ein Müsli ohne Rosinen. Am besten mit getrockneten Äpfeln, Bananen drin oder Nüsse. Also einfach nicht pur, weil pur kann ich nur kaufen. Da hole ich mir einfach Haferflocken. Und kein Knuspermüsli, da habe ich mir, ich habe mir bei Penny ein Knuspermüsli gekauft, hat meine Frau gesagt, oh, das sieht ja gut aus, dass du dir wieder Müsli holst. Und dann hat sie zu Hause auf der Verpackung geguckt, oh, Knuspermüsli? Da ist aber viel Salz, Zucker drin. Das darfst du nicht. Jetzt habe ich hier Knuspermüsli und darf es nicht essen, weil es nicht zur Diät passt. So, ich würde sagen, das geht. So. Hast du? Vorsichtig, Hase, vorsichtig. So, jetzt den Top hier rüber. Ach, hier muss ich ja wieder aufpassen, dann verbrüht man sich ja die Pfoten, wa? Nein. Beim Topf? Beim Deckel, oder? Nicht bei den Griffen. Okay. So, und jetzt, wie viel Wasser brauchen wir? Nochmal anbraten ein bisschen. Nochmal alles zusammen anbraten. Also heiß werden lassen und nochmal alles schön. Am besten Deckel ruf, damit es heiß wird? Ist ja gleich. Ah, ist ja gleich. Also, du musst ja aufpassen, weil das ist kein beschichteter Topf, dass es nicht anbrät. Nur noch ein bisschen durchrühren und noch ein bisschen anbraten. Ich glaube, der Kochlöffel geht hier kaputt bei der Menge. Du kannst ja schon mal die benötigte Menge Wasser zurecht machen. Oh. Jetzt hast du ein bisschen durch hier. Aber beeil dich nicht, dann wird es anbrennen. 250 Milliliter Wasser. Ja. 250 und 250 sind 500. 500 und 500 ist ein Liter. 1,5 Liter. Ja, mach mal schnell, damit du das dann abwischen kannst. Weil in dem Topf da brennt das extrem schnell an. So, also ihr habt jetzt mal kurz nur meine sexy Hüfte gesehen. Weil ich musste... Und das ist ein Metall. Oh ja, hast du recht. Ja, jetzt kommt Wasser rein. Warte, ich muss noch immer nochmal. Okay. Ups. Kannst du mal 500? Na, mach lieber 600. Ich hab hier ordentlich was vorausgekippt. Ich hab. So. Und jetzt Fixtüte auf und drin da. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Eins. Ich muss die ein bisschen schleudern, Hase, damit nicht wieder alles oben ist. Mhm. Ich mach mal die schnell hier rüber, jetzt schneller. Also gleichzeitig aufreißen. Da habe ich Angst, dass sie mir runterfallen. Bei der Menge, die wir jetzt gemacht haben, wenn da jetzt noch jemand zu wenig Tüten drin ist, ist das so doof. Du weißt doch, was ich für ein Schüttel bin. Ich bin froh, dass ich es vernünftig aufreißen kann, ohne dass ich halt den halben Beutel mit aufreiße und die Tüte hier mit auf dem Boden liegt. Ich bin nämlich ein kleiner Trampel. Ein kleiner Pechvogel. Siehst du? Ach so, genau, wir waren, wie gesagt, mit meiner Tochter beim Arzt, also im Krankenhaus. Und dann haben wir uns einen Termin geholt für Besichtigung des Kreissaals, weil meine Frau möchte sich das ja nochmal angucken, ich auch. Und da haben wir jetzt Termin. Und dann gucken wir uns den Kreissaal an und die ganze Babystation. Wie heißt die? Gynäkologie? Nee. Also stand aber irgendwann mit G drauf. Ja, Gynäkologie, Geburtshilfe ist beides zusammen. Aha. Aber Gynäkologie ist für Männer? Nein, ist für
Frau Korn auch. Gynäkologie ist nur für Frauen. Und wie heißt das bei Männern? Da war der Ober mit G. Ach, Urologie. So, jetzt menge ich das hier runter, die Soße, wa? Die Pulver. Ja, gut umrühren. Man muss es kochen. Also aufkochen lassen. Jetzt, das kocht so schnell. Und dann muss man rufen. Oh, das. Ab jetzt sagt Packungsanleitung. Also ab jetzt, sagt Frauchen, ist Packungsanleitung. Sieht aber auch wieder so wenig aus, Hase. Ich glaube, nächstes Mal müssen wir 2 Kilo Jagdet nehmen. Ach du Scheiße, ist klein. Steht das schon immer so klein drauf? Ich kann es nicht lesen. Kannst du mir bitte... Ich liebe dich, mein Schatz. Also 250 Milliliter Wasser zu gießen, weil dann halt einrühren und aufkochen. Haben wir? Also ist gleich beim Aufkochen, ich höre schon unten, das, der geht wirklich schnell, der Topf. Das ist halt Metall. So, aufkochen. Und dann bei geringer Wärmezufuhr zugedeckt, ca. 30 Minuten kochen, bis die Kartoffeln gar sind. Gelegentlich umrühren. Okay. Also halbe Stunde. Halbe Stunde. Also das wird ziemlich langweilig für euch dann gleich, weil ihr seht ja nur den Topf. Und ich muss hier halt immer wieder umrühren. Ey, der ist schon gleich 20 Uhr. Ja, rühr mal richtig um, weil sonst brennt das unten an. Ja. Umrühren, aber nicht zermatschen, ne? Aber also, da muss noch Wasser rein, ne? Das sieht ja nach außen gar nichts. Nein, das wird noch. Meinst du? Ja. Okay. Ja, wenn du jetzt mehr Wasser reinmachst, dann stimmt das Mischungsverhältnis von Pulver und Wasser nicht. Deswegen mache ich ja immer. Deswegen mache ich ja immer noch eine Tüte mehr mit dran. Und bei den Mengen halt hätte ich 2 Tüten mehr gemacht. Hast du immer noch auf 3? Ich habe immer nur auf 3, ja. Du hast ja nicht gesagt, ich soll runterdrehen. Solange du nicht sagst, ich soll runterdrehen, drehe ich auch nichts runter. Das riecht aber schon lecker. Oh, ich krieg Hunger. Musst du mal kosten. Hast du recht. Mischungsverhältnis, Wasser, Soße, Pulver ist okay. Oh, was ist denn das? Schmeckt aber ein bisschen intensiv. Ist das entweder Pfeffer oder Knoblauch? Ich glaube, es ist Knoblauch. Also noch kommt der ein bisschen durch. Ist ja ganz cool. Und das geht ja nachher noch alles weg, dann schmeckt es ja noch anderser. Ich rühre mal sicherheitshalber ja, nochmal um. Noch schmeckt das ein bisschen pappig wie flüssiges Pulver halt. Der Geschmack kommt erst mit der Zeit. Na, die Kartoffeln werden ja dann ohne weich. Die sind ja ohne alle hart. Die sind ja nur angebraten, richtig, aber noch hart. Mhm. Die geben ja ohne mal so, Wasser, glaube ich, ab, war die Kartoffeln? Ja, und die Paprika. Ah, die Paprika auch, okay. Mhm. Es riecht aber verdammt lecker und das macht noch mehr Hunger. Weil ich habe heute nur gegessen, was habe ich gegessen? Einen Apfel heute früh. Und mein Matcha-Tee. Mehr habe ich heute noch nicht gegessen. Weil ich trinke jetzt immer Matcha-Tee, hat mir meine Frau gesagt, das ist wohl gut, weil da ist Koffein drin. Nee, ist zugesetzt. Aber ist zugesetzt, aber da ist irgendwie ein Fettbrenner, ist das. Mhm. Und ich sage euch, Leute, wir haben uns extra, ich habe mir extra Bananentee geholt. Und wenn du die Tüte aufmachst, oh, der riecht so scheiße lecker nach Banane. Das ist grünes Pulver. Wenn du das machst, dann sieht das aus wie Matschwasser, also richtig Brackwasser, so grünlich. Sumpf. Und so schmeckt das auch. Matcha-Tee schmeckt nach Matsche-Scheiße, Matsche-Pampe. Ekelhaft. Aber du siehst, es wirkt. Ja, ich sehe, es wirkt. Ich nehme das jetzt ein paar Tage und ich habe schon ein paar Kilo, 2 Kilo verloren. Ich würde noch schneller Kilo verlieren,
Wenn ich nicht während der Woche abnehmen würde und mir Wochenende wieder was anfressen würde. Ich muss mal gucken, dass wir dann die nächsten Wochenenden, dass ich da auch ein bisschen ruhiger trete. Und nicht ständig hier über die Stränge schlage. Weil Wochenende ist die einzige Zeit, wo ich richtig vernünftiges Essen kriege. Also Kartoffeln, Fleisch, Soße. Wo ich kein Müsli essen muss. Doch, muss ich auch früh essen. Aber kein Reis und so ein Müll. Und Wochenende darf ich auch Energy trinken. Also während der Woche trinke ich kein Energy. Keine Cola, kein Sprite, kein gar nichts. Na doch, abends ab und zu mal Mixerie. Aber jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Ja, wenn dann halt wirklich nur Wochenende. Das sind die einzigen zwei Tage, wo ich sündigen darf. Heute kocht schon. Ja, und ich habe ja eben nochmal umgerührt. Jetzt kommen hier schon ein bisschen Bläselein. Ich habe halt Angst, dass das unten anbrät. Ist ja kein Brät. Soll ja nicht anbräten. Ja, wenn es richtig kocht, dann kannst du die Flamme runterstellen. Das kocht noch nicht richtig. Auf anderthalb. Es kocht noch nicht richtig. Ja. Morgen ist der 31., wa? Nee. Morgen schon der 1.? Heute ist der 31. Heute ist der 31. Achso, scheiße, stimmt. Jetzt rieche ich es auch, jetzt kommt es rüber. Jetzt kommt es rüber zu dir? Oh. Jetzt schon mal. Ich würde am liebsten, wenn ich nicht wüsste, dass das jetzt schon, ich weiß ja, dass das roh noch ist, die Kartoffeln, und die Hackte ohne nicht fertig ist, aber ich würde mir am liebsten jetzt mit einem großen Löffel hin so rau, rau. Der Blöde ist halt, warum es halt so lange dauert, weil immer wenn es gerade am Köcheln ist, muss ich umrühren, damit es unten anbrennt. Irgendwie ist jetzt auch mehr Wasser da. Also nicht mehr Wasser, sondern etwas mehr Wasser als vorher da war. Weil mehr Wasser soll da nicht rein, das ist ja salzig. Und sie salzen ist jetzt schon genug. Ob da was angebacken ist? Ja, aber jetzt gerade nicht. Okay. Jetzt ist da nichts angebraten irgendwie. Es kommt so langsam. Nur mal kosten. Schmeckt schon gut. Rohe Kartoffeln machen Bauchschmerzen. War ja hacktes. Aber rohe Kartoffel, hast du recht. Müsste ich mal kosten, wie rohe Kartoffel ist. Nuschig. Willst du mal die Soße kosten? Dann steigt es langsam hoch, die Bläschen. Ich muss auch gestehen, wenn es Bauerntopf gibt oder, ja, bei Gulasch geht es nicht, weil da muss man Kartoffeln drücken. Das ist ja wie Suppe, Bauerntopf so in etwa. Ich esse Bauerntopf eigentlich auch nicht mehr mit einem Teller. Ich nehme mir dann immer so eine kleine, winzig kleine Schüssel, die meine Frau sich auch manchmal nimmt für Kartoffelsalat. Was passt darin? Flüssigkeit, 2 Liter? Anderthalb. Anderthalb.
Ah, jetzt hier war ein bisschen war hier angehakt, ganz minimal. Hier am Rand auch. Muss aufpassen, mir ist schon mal beim Bauerntopf machen im großen Topf mir der Umrühr, der Quirl kaputt gegangen. Ne, Quirl ist er nicht. Kochlöffel. Ich habe doch noch die ohne Gesicht gehabt, weiß und rot. Der weiße ist mir drin abgebrochen, der rote ist mir drin abgebrochen. Also mehrmals. Waren sie zu schwach? Ja, oder ich war zu stark. Prost, mein Engelchen. Danke. Ich werde euch dann im Video, unten unterm Video, muss ich mal gucken, ob es bei Amazon das gibt, werde ich euch mal Bauerntopf verlinken von Maggi. Wenn das euch bei Amazon holt, kriegt halt noch ein bisschen Provision. Kommt. Schmeckt geil, Asi. Ja, ist eigentlich wie. Und jetzt ist auch ganz viel Wasser wieder da, also hier. Mehr. Eigentlich machen wir den Bauerntopf ja so, wie auf der Verpackung steht. Das Einzige, was halt anders ist, dass die Kartoffeln angebraten werden und gewürzt werden. Und das Hackfleisch gewürzt. Und das Hackfleisch gewürzt. Ja, das habe ich ja selber auch immer gewürzt, aber mehr halt. Aber ich habe die Kartoffeln nicht gewürzt. So, jetzt kocht richtig, oder? Ja, kocht eigentlich. Ja, dann mach auf Arte. Und Deckel hoch. Mach mal runter, weil ansonsten brennt es wieder an. So. Erstmal Feuer runter. Anderthalb? Ja. So, und jetzt muss ich runterstellen auf anderthalb, sagt meine Frau. Also habe ich gemacht, anderthalb. So, dann muss man mal umrühren und Deckel drauf. Halbe Stunde kochen lassen. Ja, also circa. Circa eine halbe Stunde kochen lassen. Ja, dann schaffe ich das ja nicht mit am Ende drauf zu machen. Ich muss das Video noch bearbeiten. Rendern. So. Und jetzt machen wir einen Deckel drauf. So hat meine Frau gesagt. Eigentlich im Prinzip, wie Bauerntopf eigentlich gemacht werden soll, laut Tüte, halt wie gesagt, nur mit den Kartoffeln. Die werden gewürzt. Beim Hackfleisch halt na gut, muss man sagen, da steht halt nur Würzen, da meinen sie Salz, Pfeffer mit. Steht glaube ich auch drauf, haben sie. Da steht nichts gewürzt. Ja, also wir nehmen nicht nur Salz, Pfeffer, wir nehmen halt auch Paprika, Edelsüß und Knoblauch. Ordentlich Knoblauch. Und das Gehackte machen wir halt nur Würzen mit Pfeffer und Paprika, genau. Und kein Salz dazu. Und dann im Prinzip kinderleicht, einfach kochen lassen dann. Und wenn wir das jetzt, also wir brauchen eigentlich länger als eine halbe Stunde, weil es eine große Portion ist, dann ist es fertig, dann ist es eine rote Soße mit Kartoffeln drin. Ich nehme euch mal hier kurz mit, dann kann ich euch mal den Deckel aufmachen, dann könnt ihr wenigstens mal reingucken. So sieht das aus. So, lassen wir noch weiter drauf. Und das ist halt lecker. Das ist leckerer, als wenn man das so macht, wie es auf der Verpackung steht. Das kann ich euch mit Fug und Recht sagen. Ich habe Bauerntopf schon immer geliebt. Meine Mutter hat das auch schon gemacht gehabt. Und ja, jetzt, wie meine Frau das macht, schmeckt es halt nochmal einen Ticken besser. Nicht nur einen Ticken, ein bisschen mehr als nur einen Ticken. Kann ich euch nur empfehlen. Ich würde euch auch gerne drauf lassen, wie es jetzt fertig aussieht auf dem Teller. Aber da es jetzt 20 Uhr ist, ich hier garantiert, mein Akku ist leer, bestimmt schon eine Stunde aufnehme. Über eine Stunde war. Und das Video ja alles noch rendern muss und ich muss das übertragen auf den PC. Schaffe ich das nicht
das jetzt noch fertig aufzumachen. Vielleicht mache ich separat nochmal ein Video und zeige euch, wie das dann fertig aussieht. Ist eigentlich eine rote Pampe mit Kartoffeln und Paprika drin. Aber sonst schaffe ich das nicht, dass es zum Samstag früh für euch online stehen kann. Es tut mir leid. Aber ich versuche halt alles, dass das Samstag online ist, damit ihr das Wochenende nachkochen könnt. Ihr braucht halt nicht viel, braucht halt nur die Tüten. Was auf der Tüte draufsteht, braucht ihr. Und zusätzlich, wie gesagt, Knoblauchpulver, Paprikapulver, Paprika edelsüß, genau, und Pfeffer und Salz. Und wenn ihr was trinken wollt dabei, Booster. So, dann würde ich sagen, weil mein Akku hier auch schon blinkt, dann wartet jetzt. Tut mir leid, dass ich das jetzt schon abbrechen muss, aber wie gesagt, sonst schaffe ich das echt nicht. Und ich will ja, dass ihr Wochenende das nachkochen könnt, dass es schmeckt, dass es euch schmeckt. Und ja, haltet mich da mal bitte auf dem Laufenden. Wer das nach unserer Art und Weise, also nach der Art und Weise von meiner Frau macht, ob es ihm besser schmeckt als so nach Tüte oder nicht. Ja, da würde mich interessieren. Und vor allen Dingen, wer das denn selber mal macht, so wie wir das machen, kann ja auch, wenn er nicht sagen will, ist leckerer oder so, kann ja reinschreiben, ich mach das oder ich hab's gemacht. Das oder würde, Tipps. Oder Tipps, wenn, genau, wenn ihr noch Tipps habt, natürlich, wie man das noch anderser machen kann, noch ein bisschen mehr verfeinern kann, irgendeine Art und Weise, was ihr schon gemacht habt, dann sagt das, dann schreibt es unten runter hier, dit und dit. Ja, und dann probieren wir das natürlich auch aus und machen da uns noch was Schöneres draus. Dann mache ich jetzt hier einen Cut. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende, weil ich weiß, dass ich das Video am Samstag früh online schalte. Deswegen kann ich euch das schon sagen. Falls ihr später guckt, schöne Woche oder so. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. Ein wunderschön. Wir haben es doch geschafft. Also ich bin gerade dabei gewesen, die Videos zu übertragen. Das hat ein bisschen gedauert. Wir sind fast 15 GB zusammengekommen beim Kochen. Aber ich kann euch jetzt zeigen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Es kann sein, dass ihr gleich einen scheiß Ton habt. Das werde ich in der Nachproduktion dann halt bearbeiten, damit der Ton besser wird. Aber ich habe mein Ansteckmikrofon jetzt nicht dran. Ich berichte euch mal um. Ich bin nämlich schon am PC-Tisch. So, und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Mit Kartoffelstücken, Paprika. Die werde ich jetzt mal beiseite sammeln und... Richtig lecker. Das werde ich jetzt essen und dabei das Video bearbeiten bzw. durchlaufen lassen. Und ja, dann in einer knappen halben Stunde muss ich schon streamen. Ich hoffe, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wenn ihr das gekocht habt, in die Kommentare posten. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, in die Kommentare posten. Ja, wir sehen uns gleich im Livestream. Also jetzt nicht, weil ich mache jetzt gleich live. Spätestens Montag oder Dienstagabend mache ich sowieso wieder live. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch, wie gesagt, allen ein tolles Wochenende. Wenn ihr während der Woche seht, eine tolle Woche, einen tollen Tag. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.